So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Total War Warhammer mit dem Imperium. Eben noch ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. Und hier sind wir stehen geblieben. Ja? Die hier zu killen. Attack! Ich hatte in der letzten Folge noch gesagt, wir greifen das. Also Autoschlacht killt mir recht viel, wie ihr seht. Hatte ich gesagt, das Ding greife ich noch selber an. Zack. Und dann sind wir Festus los. Der ist weg. Vernichtet. Im Kern des Menschenreichs ist dann wieder, naja, teilweise, ist dann wieder Frieden und Ruhe und alles hergestellt. Aber ich merke gerade, dass es noch recht viele recht starke sind, ne? Also. Barbaren, Barbaren, Rauskrieger, Barbaren. Die sind gefährlich, die sind gefährlich, die sind gefährlich. Oh, das sind Erhabene, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Die sind nicht so gefährlich, der Rest ist okay. Oh. Okay. So. Kriege ich die hier so in einen... in einen Ding sollen? Das wäre super. The Empire endures. Handgunners, ready! Mach da mal einfach so Sigmar calls. Great swords for Heldenhammer. That's an order. On our way. Sigmar commands for the Warhammer. Ist halt ein Satz hier. We are Sigmar's Edge! Da stelle ich auch noch einen Satz auf. Ist übrigens ein Schlachtfeld, das wir schon mal hatten, ne? Ist irgendwas, was fliegt? Nein. Moving now! Ready for war! The Empire endures! For Heldenhammer! I am a pyromancer. Pyromancer. Ich überlege gerade, wie ich das mache. Take the ground. Ich könnte den hier einfach killen. Der hat sich hier gerade hoch, sehe ich. Once we have them, back to the longships. Wenn ich lange genug auf ihn drauf zaubere, dann bewegt sich die ganze Masse irgendwann. Scheiße, irgendwas anderes getroffen, nicht das, was ich wollte. We serve France! Quick march! Sigmar calls! Formation! March! The Empire endures! Pegasus. March. Reichsguard. Bra! Bright Wizard. Yes, quickly. The Heldenhammer. Formation. March. Formation. March. Ready to smite! For Heldenhammer! Reichsguard! Okay, die müssen raus. Our orders! No lingering! Snap! My orders stand! Go!
is absolute. Ready for war! Wir haben einfach alles drauf, also rennt gerade auch alles ein bisschen rein, ne? Kavallerie verschwindet mal nach bester Möglichkeit. Versucht ein bisschen rauszunehmen. Handgunners! Sigma calls! Halberdiers! Captain of the Empire! Now! I ready the men! We are Sigma's heirs! Reichsguard Knights! We serve the Emperor! Steht mir irgendwo gerade was weg? Kannst du mich nicht einschätzen. Der Herr tut sich gerade schwer. Versuch mal zurückzugehen, bitte. Yes, General! Yes, General! Sigma! Sigma! We are Sigma's heirs! Blöden Zauber der. Nicht betrifft. So, wir geben nochmal Feuer drauf. Handgunners! Detachments, move! Emperor's might! Quickly! To battle! Dann mit der Kavallerie dann von hinten rein. Great swords! Ready! Nur die hier gehen gerade drauf. Ground. Ready for war! So, wir versuchen nochmal schnell den Pfeffer zu töten hier. Und dann auf die Chaoskrieger, da müssen wir mal ordentlich drauf schießen. Reichsguard Knights! To battle! Reichsguard! Sigma calls! We obey! Alles stärken! Und jetzt rennt rein! Ready for war! What? Die Katapulte schießt mal ein bisschen falsch. Bisschen auf die. Kriegt ihr das hin? So, wir geben allen nochmal Flammen und Waffenschaden und Magieschaden und Schadenschaden. Das Angriff. Handgunners! I'll burn them! So, das war's. By Ulrich's Wrath! Huh! Nix gestorben, darum ging's. Nix gestorben. Weil die Autoschlacht hätte mir was gekillt. Und der hat 20 erledigt. Sehr gut. Ich kann übrigens, wenn ich mich jetzt nicht täusche, nochmal die speziellen Söldner holen. Die besseren Söldner. Weil einen Platz habe ich ja noch. Auf der anderen Seite Musketenschützen werden ja auch noch. Überlegen, wie ich das mache. Ja, das könnten wir auch ihm zurückgeben. Das machen wir tatsächlich. I command here. So. Damit ihr meinen Großteil wiederhergestellt, nicht wahr? On march! Ja, ich laufe mal bis hier hin. Ja, die Fraktion vernichtet. Wunderbar, genau darum ging's. Sind wir die endlich los. Ich überlege mir, Karl Franz noch stärker zu machen. Was ich fast muss, ne? Muss ich eigentlich. Weil er hat jetzt schon gut gelitten. Um ehrlich zu sein. Komm, machen wir ihn mal ein bisschen stärker. So, magietechnisch. Das hatte mich doch sehr überzeugt. Wir machen mal Geschossresistenz. Das ist für einen Magier gar nicht schlecht, ne? Damit Daniel hier ein bisschen geschützt ist. Patrick auch gute Dienste geleistet. Der gerechte Zorn, ja, das sehe ich. Das sehe ich absolut. Auf Viehherrschaft noch plus 8. Obwohl ich glaube, die Männer haben so viel Mut, die kämpfen fast bis zum Tod. Tobi, also.
Rüstverstärkung Serap ist hier noch ein bisschen beeinträchtigt. So, also bei Balthasar. Ich habe mir noch was überlegt. Balthasar könnte jetzt nämlich hier diese Musketenschützen noch, Gundermanns Treffsichere, rekrutieren. Denn Balthasar hat hier neue Rezeptur, Geschossstärke für Pistolero, Freischärler, Milizsoldaten, Schützenreiter und Musketenschützen. Muss ich sagen, müssen wir bei ihm eigentlich ausspielen. Die sind annehmbare Nahkampfspezialisten, heißt es. Das bedeutet für mich... Ja, nehmen wir einen Armbrustschützen raus. Ja, komm, wir nehmen einen Armbrustschützen raus und hauen dafür die Treffsicheren rein. Die sehe ich hier nämlich, ja? Einfach, weil er die verstärkt. Die sehe ich da eigentlich gut drin. Die werden, glaube ich, nach und nach die Armbrustschützen ablösen. Entschuldigung. Will ich mit ihm jetzt noch moven? Denn die stehen schon bedrohlich da. Yes. I am ready. Are you? For the wisdom. Seid ihr eigentlich im Krieg mit denen? Greetings. The axe thirsts for war. You summon me. Only one I listen to is me. Me. Nobody else. None only me. May direct my recipes. Ey, die Vampire sind ja schon hier. Okay, wir machen das Lager kaputt. Dann gehen wir zurück, dann holen wir dann das. Ein knapper Sieg, da steht mir das weg. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass mir da was wegstirbt. Wir kämpfen das mal schön gediegen selber. Ah, das habe ich total vergessen. Wenn die ein Lager haben, kommen die ja so, okay. Wir machen es aber tatsächlich so, dass wir die hier zuerst abfangen. Im äußeren Bereich. Das innen können wir mit Kanonen und Katapulten, Ja, falsches Zeitalter. Mit Katapulten und, mit Kanonen und mit Mörsern können wir das killen, meine Fresse. Astra, danke Mann für die unglaublichen 73 Monate und den Stufe 3 Sub. Dankeschön für die fette, fette Unterstützung. Die fünffache Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich lasse das lieber die Männer machen, ja? Die kennen das besser. Zauberresistenz. Johnny, dankeschön für 13 Monate. Dankeschön für den Stufe 1, der Mann. Vielen Dank. Ready for war! Swordsman! For France!
ready for war! War! For Heldenhammer! Tja, die Armbrustschützen, die arbeiten hier aber ziemlich gut, ne? For the Warhammer! Ich setze mal auf die. I am supreme! Ich muss sagen, die Schützenreiter sind ziemlich gut. Und gerade bei Balthasar nichts unterschätzen, würde ich meinen. Yes, General! Moving now! Quick march! We await your orders! Yes, sir! Er tötet sie noch, wenn ihr das noch hinkriegt, Jungs. Kurz vor dem, dass sie rausgehen, sammeln sie sich nochmal und versuchen es nochmal. Weiß ja nicht. Da geht er down. Oh, Pirateflausch, danke schön für den Prime noch. Vielen Dank, Mann, bin super. Suchen wir den mal. Sind halt ein bisschen groß. Moving faster! To battle! Listen up! For the Empire! Über die könnten wir erwischen. Sind ja eigentlich nicht mehr so viele, die hier drin sind. Send us out. Kennt ihr das hier, Knall? Ja, dann. The Empire endures. I am supreme. Ja, wenn sie mal treffen, sind sie gar nicht so schlecht. Take position, swordsmen. Ja, stopp mal. Prepare for combat! So, wir machen mal Sendepause hier. Die schießen wir bitte schnell nicht, die Armbrustschützen können schon. Perfekt. Ready! Go! Sigma guides us! Take the ground! Moving now! Mortar! Sigma, show us! It is against Sigma's teaching! Awaiting orders! And gunners! We are Sigma's heirs! Take position! Standing by! Take position! Und drauf, Jungs. Wir machen mal hier auf schneller Basis, weil das dauert mir zu lange. Jetzt flieht alles. Ja. Darauf habe ich spekuliert. Weil sie hatten zu wenig im Lager drin. Als sie außen tot waren, war die Motivation schon mal gebrochen. Und dann dachte ich mir, dass ich im Innenbereich nur noch ein paar knacken muss, ne? Weil man sieht, das sind die, die jetzt gerade noch im Angriff waren, dass die im Hintergrund und der Chef da in der Mitte stand. Dann ist aber fertig. Dann hat sich das erledigt. So. Jetzt wird der eine fliehen, hoffentlich zurückfliehen.
das Geld. Das Geld Do not waste my potential. Ja, wir könnten ihn platt machen, aber das machen wir jetzt nicht. Ich will zurück, fertig. Dann gehen wir hier den Wald holen. Let us begin. Blitzschlag soll ich ihm geben. Sigmarite Archlector. Am Rekrutieren, den lieben Sarelian. Ever vigilant. Wachstum, Straßen machen wir noch besser. Draco Star, danke schön für unglaubliche 85 Monate. Eieiei, danke schön, danke schön, danke schön. Ja, Wahnsinn. Ja, den nehmen wir raus, hier kommt nämlich noch Produktion rein für mehr Cash. Ja, die große Orthodoxie, das sieht einfach noch nicht so. Die gehen eh unter und die hassen Kislev. Also Kislev, sie hassen den Eishof. Wie lange sind sie schon? Wie viele Monate können die längsten Saber auf der EU haben? 85 Monate ist so ziemlich, das ist in dem Bereich. Das ist in dem Bereich, seit ich Twitch-Partner bin. Gehört zu, also zu 80 plus Monate gehört zu den längsten Unterstützern, die es gibt hier. Stickst du ab mit deinen 38 Monaten? Das soll 38 Monate nicht schmälern, weil 38 Monate auch verdammt viel ist. Die Götter sind Zorni, schlechte Omen. Eine eurer Handlungen hat die Götter erzürnt. Doch sind sie launisch und mögen euch mit der Zeit vergeben. Oder eine etwas zeitnahere Besänftigung ist angebracht. Wir könnten die Kontrolle steigern. Wachstum, aber dafür weniger Kontrolle. Ach, okay, passt schon. Oh, eine Mission für Balthasar Geld. Ja, voll gut. Oh mein Gott, die Migreifritter haben die Feinde. Ja, aber die Armee kann ich nicht so einfach auseinandernehmen. Aber Heldenkapazität für Kampfzauberer. Das wäre theoretisch genau das, was wir bräuchten. Okay. Eben von Liebwitz. Die rivalisierenden Staaten Wieseland und Ostlander können ihre Meinungsverschiedenheit nicht schlichtern. Und die Spannungen haben sich zu einem verheerenden Krieg entwickelt. Kurfürst Eben von Liebwitz. Von Wieseland hat Ostland den Krieg erklärt. Welche Aktionen würde die ausführen? Wir könnten mit ihnen Krieg gegen die anderen führen oder wir verhindern den Bürgerkrieg. Wir stoppen den Krieg für 1000 Prestige. Talabekland wurde vernichtet. Verdammte Axt. Wo sind sie? Oh, hier direkt an der Grenze. Who needs stabbing? Müssen wir wiederbeleben. Holen wir wieder. Praise be to Sigmar! Brauche ich denn noch, bis ich die Hippogreife habe? Drei die Grenzen sind aktuell relativ safe, ne? Wenn die mit ihren Leuten kommen, können wir hier einigermaßen dagegen halten. Dann würde ich sagen, wir bewegen uns mal hier hin. Weil ich Grünburg verteidigen muss, falls er da entscheidet, was Blödes zu machen.
So, er hat hier ein Lager aufgeschlagen, dann ist er wahrscheinlich zurück abgehauen. Das heißt, wir holen uns jetzt das hier. Den Wald gibt Geld, behalten wir. So, ganz kurz eigentlich mal die Zielvorgaben, die Siegesbedingungen. Der kurze Sieg müssen die Hügelgrablegion zerstören. Echt jetzt? Die muss weg. Ja, scheiße. Also das heißt, das und die Vampire im Allgemeinen. Und für die lange Kampagne brauchen wir alle Lande der Menschen. Und 70 Siedlungen einnehmen. Insgesamt. Die sind sauer. Sauer sind die. So, das Ziel ist natürlich hier auch ein bisschen die Wirtschaft wieder aufzubauen. Protector of the weak. Kann ja keine Armee halten. Eine anständige Wirtschaft. Ich würde bald das Geld eigentlich schon am liebsten rüberschieben, aber ich muss die hier. Kislev! The Dragon Blooded. Onward! Also gut, Mr. Zwerg, wir sind Nachbarn. Wir sind Nachbarn. I agree. So mögen unsere diplomatischen. I am Truth. Kislev. Oh, die wollen aber unbedingt. Alright. Ja. Must Butcher. Must Butcher. Ich sehe gerade, dass die sich hier gar nicht mal so schlecht bewegen. Oha! Die Zwerge in den Bergen haben die Orks in den Bergen vertrieben. Greetings. Let us speak quickly, for I wish to fight. Jungs! Das macht die richtig gut. Ich glaube, ich bin verliebt in den Zwerg. Lass uns mal überlegen, wie gut er das macht. Wie gut er das einfach macht. Warte mal schnell, ist der im Krieg mit denen? Ja. Das heißt, er könnte ihn hier knacken. Dann könnten wir in der nächsten Runde da reindrücken. Ich habe zu wenig Geld dafür. Ich will die aber schon holen, die Beat-Händler. Summon the Elector Counts. Ja, ich weiß, dass wir hier. Aber das wird eh abgerissen, sobald wir hier Max sind. Und das sind ja nicht mehr viele. Viele Runden. Ach, schön. Ja, das hier drüben, das scheint doch noch ein bisschen schwieriger zu werden. Warum nutzt eigentlich so wenig Armbrust und Bogenschützen? Die machen bei mir immer die Hälfte meiner Infanterie aus und damit komme ich sehr gut hin. Sie sind eigentlich auch grundsätzlich wahnsinnig gut, aber ich hatte hier mit Musketenschützen gestartet und bin dann schon auf dem Weg gewesen und habe mich dann entschieden, dass ich jetzt so arbeite. Hier überlege ich mir vielleicht noch zwei Armbrustschützen reinzunehmen. Und hier haben wir ja schon eine gute Truppe. Von daher. Aber Armbrustschützen sind absolut keine falsche Wahl. Deswegen nehme ich jetzt einfach hier noch zwei mit. Obey! Natural or none shall question me. Du hast es rausgefordert jetzt. I will hear your petition, but make no promises to act on it. Och nö. Shit. Das Problem an den Skaven ist, die können unten durch, ne? Ja, ich dachte schon, ich mache was falsch und bin im Zufall. Nein, Armbrustschützen ist keine falsche Wahl. Absolut keine falsche Wahl. Uff. Das wiederum ist aber schlecht für mich jetzt. Aber gut, er ist jetzt fertig mit den anderen Vampiren. Er sucht einen neuen Feind. Ja, Sarilion, die Armee von Sarilion muss langsam mal ready sein, damit wir hier angreifen können. Gut, dann ist der Plan eigentlich klar. Wind of Shaman, I will.
gehen so schnell es geht hier hin. Vernichten die. Moment, on march. I am innocent. I shall be victorious. Vernichten die. Gehen zurück. Und dann müssen wir die Sachen verteidigen. I serve Sigma. Ready to serve. Dabei wolltest du jetzt in Urlaub gehen, Sarelion. Nein, nein. Nein, nein, du. Du wirst hier schöne Armee aufbauen. Also, Kampfzauberer brauchen wir noch. Und eigentlich wollte ich ja noch. Puh. Vielleicht muss ich die Ritter des Sonnenordens doch wieder rausnehmen. Oder ich nehme die raus. Können wir irgendwo anders rein. Vier Reiter, 18, eine Raketenbatterie und ein Zauberer. Ne, das ist okay, das geht schon. Servant of the Faith. Okay. So. Nein, wir machen das anders. Ich kläre die nicht einfach den Krieg, sondern ich sage den Zwergen, hör zu, ich kämpfe mit euch gegen die Dringi. They wish only to die in battle. Dafür will ich aber ein bisschen Geld sehen. Dann werden sich die Beziehungen zwischen ihnen und uns so stark verbessern, I agree. Dass wir da über Zeit in einen Nichtangriffspakt rutschen. Jetzt haben wir zwar die Orks und die Dings am Hals. Die können wir aber die hier wiederbeleben. Ja, knapper Sieg. So. Wir geben das an den Kurfürsten zurück, meine Damen und Herren. Die Intention ist einfach. Die sollen sich wieder aufbauen. Und Segnung. Die sollen sich wieder aufbauen, dass wir einen starken Verbündeten hier wieder haben. True servant of Sigma. Und, ja, Sarelion, du wartest jetzt einfach, bis du hier die Sachen rekrutieren kannst. Dann machen wir das. Dann machen wir das einfach. Grenzstadt lasse ich mal, weil Grenzstadt wird wahrscheinlich von den Vampiren gleich geplündert. Grimmfeste bauen wir noch schnell aus. Weil die sind halt an der Grenze. Und wenn jetzt jemand hier über die Berge springt, ist das das Erste, was wir drankommen. Hier würde ich auch gerne ausbauen, das können die aber sein. Okay, dann machen wir einfach so. Ist in Ordnung. So, dann holen wir unsere angestammten Lande von den Orks zurück und erobern das, was längst überfällig ist bei den Vampiren wieder. Nein, Armbrustschützen sind beim Imperium extrem stark, weil du es auch schon recht früh kriegst. Die können über die eigenen Männer drüber schießen, sind sehr gut. Ist keine schlechte Wahl. Ich habe mich einfach hier aufgrund der Situation für was anderes entschieden gehabt und wollte die Musketenschützen ein bisschen stärker in den Fokus nehmen und die ausprobieren deswegen. Friends of the Empire. Die Vertuschung. Einem anderen Kurfürsten ist zur Kenntnis gelangt, dass ihr vor vielen Jahren Ziel von Bestechung gewesen seid.
und am Anfang eurer Amtszeit einen enormen Geldbetrag der Kaufmannsgilde angenommen habt. Im Gegenzug habt ihr euch gegen die verstärkten Auflagen für ihre Geschäfte eingesetzt und wart nicht das einzige Staatsoberhaupt, das dies getan hat. Der Kurfürst hat Beweise dafür, dass ihr das Gold der Kaufmannsgilde angenommen habt, obwohl dies nur ein kleiner Schandfleck in eurer Vergangenheit ist, droht er euch, die Beweise den anderen Kurfürsten vorzuführen, wenn ihr ihn nicht angemessen kompensiert. Es scheint zwar schon längst vergangen zu sein, doch die Information wird die anderen Kurfürsten mit Sicherheit dazu bringen, euren Charakter und Platz in ihren Rängen in Frage zu stellen. Wir könnten Prestige oder Geld ausgeben. Prestige habe ich aktuell so wahnsinnig viel, dass wir ihm einen Gefallen arrangieren, dass er die Klappe hält. So. Dann machen wir hier militärischen Zugang. Yes. By Sigmar's will, come in peace. Yes. Wind Shaper. Obey. Iron Hammer. So, wir haben jetzt relativ viel Geld. Ich bin jetzt dafür, dass wir den Botschafter zu den Zwergen noch schicken, damit wir mit den Zwergen gute Beziehungen aufbauen, ja? Das ist jetzt mal die allererste Idee. Das Geld dahingehend nutzen. In der nächsten Runde gibt's. In der nächsten Runde kommt da Bewegung rein. Okay. What orders? Ich rutsch mal schnell hier rüber. Lasse das hier noch offen und wir nehmen mal die Grenze. Ja. Wir schleichen hier mal an der Grenze entlang. Schauen, was da auf uns zukommt. Wir haben einen Waag ausgerufen. Den müssen wir besiegen. Yes. Töte ihn. Weiß nicht, ob das die cleverste Art und Weise ist, vorzugehen. When do we eat? Schaffe ich das mit einer Autoschlacht oder muss ich das manuell machen? Oh Gott. So, ich will eigentlich die Armee, die als Unterstützung reinrutscht, komplett platt schießen, ja. Weil dann nehmen wir das Dorf ein, gehen hoch, zerstören dann das Lager, das sie haben, und gehen dann Richtung Vampire. Er hat gewagt, den Imperator Next zu erpressen. Er hat den Tod verdient. Ja, was denkt ihr, wofür ich den Gefallen eingefordert habe? Ich habe keinen Gefallen für ihn eingefordert, sondern einen Gefallen bei jemand anderem eingefordert, dass die Person, die mich erpresst hat... Okay. Ready for war! La 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 da 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 da. Spearman! Swordsman! By Ulrich's wrath! Nein, die Musketenschützen müssen hier stehen. Crossbowmen! We are ready! Outriders! Yes, sir! Ready! Mortar! We are Sigma's heirs! By Ulrich's will! An. Ich dachte schon, doch, die Moven.
ready for war! Doch recht viele, die hier reinrennen. Uff. Ja, das ist er wieder. Nicht schlecht. We serve France. Keeping distance, sir. The Empire endures. Form a ring of steel. Rain! Sigma, guide our fire! Take aim! We are Sigma's heirs! Go! For Heldenhammer! Outriders! The Empire endures! Formation march! Quick march! Geh doch mal zurück. Prepare for combat! Ready for war! Form a ring of steel! And gunners! Ready for war! Schießt alle mal auf den Captain. Ulrichs wrath on them! Wird mir irgendwas komplett flöten? Ready for war! Die Seite leidet für einen, glaube ich. Orders! The Empire endures! Moving now! Crossbowmen! Take aim! Wir nehmen dem Chef noch die Rüstung. Outriders! For Heldenhammer! For Heldenhammer! For Heldenhammer! Crossbowmen! We are Sigma's heirs! We are Sigma's heirs! We are Sigma's heirs! Spearmen! Halberdiers! The Empire endures! The Empire endures! Swordsmen! For Heldenhammer! We are Sigma's heirs! We serve the Emperor! Lord of Metal! The Heldenhammer! Der, ihr Chef ist halt tot, aber der Chef steht halt noch. I am supreme! Und mal den da bitte. Cavalry, ready! What do you bid? For Heldenhammer! Yes, sir! Attack! For Heldenhammer! Take aim! By Ulrich's wrath! By my will alone! Also die Seite, wenn die kollabiert, das, dann muss ich nichts verfolgen tatsächlich. Aber hier müssten wir schon mal schnell schauen. For the Emperor! Dass wir dann möglichst viel töten können. Weil das hier... Wenn das weg ist, ist die Garnison. Die ist eh komplett tot. Ab dem Zeitpunkt, wo wir da reinballern.
Aber die auf dieser Seite, die müssen wir noch schnell killen, weil die fliehen sonst. Shalia protect us! Yes, my lord! Yes, General! Armed and ready! At speed! Ich will gleich kurz gucken, wie viel die Ambroschützen gekillt haben und Schaden gemacht haben. Und die Musketenschützen, damit ich es etwa einschätzen kann. Halberdiers! General! Moving now! City, man! Battle awaits! Sigmar calls! Was sagen die das mal, was sie sind? Sigmars Heirs, also die Erben von ihm, von Sigmar. Aber ich verstehen tut man immer das Arsch von Sigmar. Sigmar. The Ass. What are the Heirs? Doch verhört. Ja, ja. Das, aber das hört gefühlt jeder. Jeder hört Arsch. So. Also. Die haben 9664 ausgeteilten Schaden. Dann die Ambrosschützen 8000, 7000, 5000. Also ihr merkt schon, sie haben deutlich mehr Schaden ausgeteilt. Sie haben aber nur 23 getötet. Sie haben mehr getötet. Das heißt, die Ambrosschützen sind, wenn sie einen guten Winkel haben, wohl einen Ticken besser. Die Musketenschützen sind einen Ticken besser, wenn sie einen guten Winkel haben. Vor allem, die sind auch nicht schlecht im Nahkampf. Ich bin also mit den... Ich bin zufrieden mit den Musketenschützen. Ja, das ist das, was ich wollte. Er wird jetzt wahrscheinlich hierhin fliehen. Ja, ich würde eigentlich wahnsinnig gerne die Ressourcen ausbeuten. Aber... Wir sind hier an der Grenze. Das große Problem, das ich hier habe... Könnten als Bollwerk dienen, aber hier haben wir natürlich auch wieder was, ne? Das erste, was wir immer machen, ist, wir bauen das mal schnell defensiv aus. Einfach um den Feind auszubremsen, falls er denkt, lass da mal angreifen. Weil du könnt, die Orks könnten kommen. Diese Wahrscheinlichkeit müssen wir mal mit berücksichtigen. Also, das ging wieder, wieder hoch. Genau, die Musketenschützen sind noch rüstungsdurchdringt. Die haben den Chef, dem haben sie ordentlich Schaden reingedrückt. Das ist gut, dass du das sagst, weil das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt nicht zwingend. I am Prince and Emperor. Spannend, mit was jetzt hier dann gleich auftaucht. Die Vampire werden ja auch noch mit Ignis auftauchen. Was kämpfst du gerade? Ah, wir haben die gleichen Feinde tatsächlich. What do you need? You call men of the Empire. Oh, den hätte ich jetzt aber gerne. I stand defiant. Okay. In der nächsten Runde haben wir einen Abgesandten, den wir zu den Zwergen schicken. Das heißt, wir kriegen bessere diplomatische Beziehungen mit beiden Zwergen. Also allen dreien, die um uns herum sind. Dann Angro und unten. Die Hauptzwerge und... Nein. Und Karak Kadrin heißen die, glaube ich. Eine Autoschlacht und wir verlieren das. Also wir verlieren Leute. Ich mag widersprechen. Braucht man einen Hexenjäger überhaupt für irgendwas? Denke, dass er schon einen Nutzen hat, aber ich benutze ihn fast nie. Ich kann mir vorstellen, dass er gar kein schlechter Agent ist, um Attentate auszuführen und so. Ich weiß aber nicht, was er kann. Aber aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, er ist Attentäter. Und dafür könnte man vielleicht schon brauchen, um feindliche Agenten zu killen oder wichtige Magier aus feindlichen Armeen rauszuziehen.
Also klassisch. Endgunners! Endgunners! Ready for war! Mortar! Our weapons are yours! Crossbowmen! Spearmen! Shoot them! Yes! On my cover! Das lief ja nicht nach Plan, ne? Sigma guides us. Hier ist gar nicht übel, Nahkampf. Chat, sag mal, für was braucht man den Hexenjäger? Hier, die Musketenschützen haben ihn gekillt. Piu, 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 piu. So, 26 Überlebende. Knoblars haben überlebt, mal schauen. Zum Hexen, um Hexen zu jagen. Haha. So, also. Da verrät der Name ja schon zu viel. Speak, I will hear you. Wir uns wieder aber von vielen Seiten der Krieger klären, ne? Mag uns irgendwie gar niemand. Okay. Kurfürstliche Gier. Während die Armeen des Imperators marschieren, treiben die Adligen untereinander Handel und beanspruchen große Landstücke für sich. Sollte nicht der einfache Mann, der tapfere Soldat, einen Bauernhof erhalten, auf den er im Alter ziehen kann? Tja, es zurücknehmen? Geht die Kontrolle runter? Die Herrschaft, sie herrschen lassen. Ja, wir lassen sie herrschen, kriegen das Geld. Obwohl, ich weiß nicht. Ja, minus zwei Kontrolle kann mir das fast nicht leisten eigentlich. Das ist auch nur für drei Runden tatsächlich. Die menschlichen Ja, komm, wir machen das hier. So, diplomatische Beziehungen plus mit den Zwergen. Jetzt könnten wir mit den Bretonen bessere diplomatische Beziehungen. Hier könnten wir Waffenschaden gegen Nordska und was weiß ich alles. Kampf gegen Elfen. Vampirfürste, Gruftkönige, Vampirküste. Grünhäute, Skaven-Oger. Also hier könnten wir noch uns stärken gegen die anderen. So. Finanziell sieht es aber so aus. Ich muss das zuerst anders machen. Demigreifritter. Zwei Hellebardisten. Zwei Demigreifritter. Die Raketenbatterie kann ich noch nicht machen. Ready to serve. Und den Magier. Warrior of Sigma. Dann gehen wir bei der Forschung zuerst mal hier auf mehr Forschungsrate. So ist das, wenn man herrscht, nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Ja, also
So vom Gerechtigkeitssinn, den ich habe, hätte ich das ja gerne den Soldaten gegeben. Aber diese drei Runden... Das spielt dann am Ende auch gar keine Rolle mehr. I am the Supreme Patriarch. I am the Supreme Patriarch. You summon me. Die Soldaten kommen eh nicht nach Hause. Now. Very well, I will do this. Das ist eine böse pragmatische Sichtweise. So. Na, wir kommen eh nicht nach Hause. Wir brauchen keinen Bauernhof, wenn sie tot sind. Ja dann. Let us begin. Ja dann, ja dann. Also wir haben hier ein Zepter gekriegt. Okkultzeit. Irgendwo war der. Der pechschwarze Stab, den geben wir ihm mal. Unterstützer haben wir auch noch. Standarte. Ich muss ganz kurz gucken. Sarelion hat noch gar nichts gekriegt, ne? Naja, fast. Dadurch, dass du Kurfürst bist. Schon ein bisschen was. Dann kann ich die hier leider nicht mehr geben, okay. So, diese Fraktion wurde vernichtet. Wundervoll. Dann ist das soll's. Wir können einen Nicht-Angriffspakt mit denen machen. Das Problem ist aber, die kämpfen gegen die. Also ist das eigentlich gar kein Thema. Onward. Mit denen rutschen wir gleich in den Nichtangriffspakt. Ice Queen of... Reden will niemand wirklich. Nun denn. Summon the Elector Counts. Oh ja. Gut, dass du da reingerutscht bist, mein Freund. Ja, sehr gut. Und bloß ich behaupte da uns. Men, war calls! Men, we must. Mit dem Blitzschlag kommt seine Verstärkung nicht mehr. Das heißt, seine Lindwürmer kommen nicht, die Goblins und die Orks kommen hier nicht. Das steht mir jetzt so gegenüber. Die würden mir trotzdem abkratzen. Ich könnte jetzt einen Cliffhanger machen. Das wäre so von der Zeit her, wäre es ein Moment, wo ich einen Cliffhanger machen könnte. Ich mache es jetzt mal absichtlich nicht. Die Knochenklabbers. Also. Wir sind eigentlich gut aufgestellt. Muss aber sagen, dass ich schon ein bisschen dazu tendiere, noch mehr Distanzkämpfer einzubinden. Vielleicht nehme ich die zwei Schwertkämpfer raus. Wir machen noch eine Raketenstaffette rein. Musketenschützen müssen wir schauen. Es ist ein bisschen viel Infanterie. So, was kann er denn eigentlich alles zaubern? Eher auf Einzelne. Eher auf Einzelne. For Heldenhammer! Ich könnte das hier wieder nehmen. Ich will förmlich die Leute triggern mit Cliffhanger. Nein. Ich will die Leute dazu animieren, die Folgen
schön alle zu gucken, den Spannungsbogen aufrechtzuhalten. Was, die könnten hier außen rum, wenn ich sie hier aufstelle. Ich finde aber das gar nicht mal so übel, weil ich dann die Musketenschützen nicht so ein bisschen... Wir machen wie einen Schwertkämpfer-Trupp hier, einen hier. Das ist Backup. Cavalry ready! Our weapons are yours! We are Sigmar's heirs! Ready for war! Hat eigentlich viel, was schießt. Überschaubar. Ah, hat Steinschleuderer. Goblin-Steinschleuderer. So, jetzt ist es so. Wir greifen ihn ja an. Das heißt, er ist in Death-Stellung. But I don't really care, because wir fliegen ihn einfach hin und zaubern, bis er gezwungen ist, in Bewegung zu kommen. So einfach. Oh mein Gott, was war das für ein Zauber, bitteschön. Hatte mir gerade den Magier fast tot gezaubert, nur durch. Echt jetzt? Ja, doch, da ist er. Scheiße. Es sind zwei, oder? Summon Fire! Okay, ich lass dich gehen. Ich lass Daniel gehen, ich will den jetzt hier nicht. What? Tot haben. Okay, aber den Zauber hat er noch gewirkt. Gut. Wurden die gesehen? Nein, die wurden nicht gesehen. Oh, knapp. Okay, ich sehe aber gerade, dass er jetzt so ansteuert. Das heißt, wir ändern jetzt die Position. Nein, geh. Ich weiß nicht mehr, ob du Stufe 20 bist oder nicht. Gehen Sie. Gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie. Form a ring of steel! Halberdiers! No lingering! Go! Formation match! Swordsman! Er hat noch einen anderen Magier dabei und der hat die Fähigkeit Herrenberster. Also ein Schamane. Er wird in meinen Reihen Schaden anrichten. Zwar nicht gerade wenig. Das ist der hier. Diese Fähigkeit. Eine Explosion in. Also. Das ist vorne eine Explosion. Das ist relativ verschwendet. Lass die hier stehen. Die sollen nachher schön die Bogenschützen flankieren. For war! For Ulthof! Reichsguard Knights! Sir! Sigmar calls! Get them! Attack
Sigmar calls! For Heldenhammer! Prepare the combat! Curse the foe! Halberdiers! Weapons to the air, lads! Ja, gut, Schadensresistenz hier rein. Die weniger leiden. We await your orders! Now! Ready! We are ready! For Heldenhammer! Was hat wehgetan? Ready to serve! Battle and blood await! For Heldenhammer! Take the ground! For friends! Ready to smite! Reichsguard! Cavalry ready! Roar! Enemy wizard! The Empire endures! Yes, sir! For France! Quickly! For Heldenhammer! For Heldenhammer! To me, man! Gildin. Reichsguard! Ready! Take the ground! Prepare for combat! Sigmar! Reichsguard Knights! Quick march! We are Sigmar's heirs! For the twin-tailed comet! Yes, General! Wo ist er? Hier rein. Los. Du gehst mir den Magier töten. Yes, General. Ihr seid schon drumherum und aus. Sehr gut. Die Hoppers müssen hier hin. Ready! Was macht ihr? Haut die ab. Ich bin jetzt echt außenrum. Die Corona selbst ablegen. Dankeschön für den 10er und gute Besserung. Reichsguard! Dankeschön für die Support. Quick march! Ulrich's wrath on them! Charge! Mortar! Sigma calls! Lass es regnen! Get them. Trifft nicht alleine, nur die anderen. At speed! Ready for battle! By Ulrich's wrath! Very well! For Heldenhammer! Ready for war! For the Heldenhammer! Einfach da rein, Jungs. Reichsguard Knights! Nachdem ihr die Bogenschützen habt, jetzt einfach da rein. Einfach da rein. Drückt sie zusammen. Der Panikers! Sigmar! Very well! For Heldenhammer! Oh, die Trolle sind ein Problem. Viperina, listen! Yes, sir! Macht die sie beide fertig. Und tötet noch die hier. Die Seite hier leidet gerade krass. Kümmer du dich bitte drum. Hab ich nicht irgendwo noch Reiter? Die alle drin hier? Alle drin hier. We obey! Moving now! Mortar! My subjects call! The Empire endures! War! What do you bid? For the Warhammer! Schießt auf die Großen, bitte. Das will ich jetzt mal schnell anschauen. Wir hatten ja drüber geredet, ne? Seht ihr es, dass die jetzt einen höheren Winkel... Also sie haben eh schon einen besseren Winkel und sie schießen jetzt oben drüber, weil sie von oben so in die Trolle reinschießen können. Das heißt, seht ihr, sie treffen die hinteren gar nicht. Also meine Männer werden hier nahezu nicht getroffen. Und die Trolle werden aber getroffen, weil die Trolle doch gut einen halben Kopf, einen halben Trollkopf größer sind. Also es scheint doch schon zu funktionieren. We serve France! Yes, General! Get them! Yes, my lord! Prepare for combat! Attack! Haben wir sie? Sieht so aus, als ob sie brechen. Zusammenbrechen. Now! Also die Musketenschützen können wohl doch schon, wenn der Winkel gut ist, so oben drüber schießen und dann auf Trolle oder Riesen oder
All die etwas größeren Units gut Schaden machen. Passt also doch. So, danke nochmals für die 10er Dono. Vielen, vielen lieben Dank und gute Besserung. Gute Besserung. Ah. Oh, ich liebe das Spiel. Ich liebe das Spiel einfach. So. Großteil ist geflohen, also man sieht, ne, sie haben theoretisch überlebt, aber weil sie in der Siedlung waren, können sie nirgendwo hinfliehen. Das heißt, sie gehen hier drauf. Wir geben das ihnen zurück. Summon the Elector Counts. Ganz leichten Bogen sah man schon bei den Schüssen der Musketen. Also schießen nicht ganz gerade, ja. Ich glaube, das kriegt Zarelion. Ja, Zarelion, ich glaube, du kriegst da einfach die. Weißt du, wir machen das. Wir machen uns das einfach hier dann. In der nächsten Runde holen wir uns hier einen Magier für dich. Und anstelle, dass ich jetzt hier noch upgrade und dann erst die Raketen hole, kriegst du einfach die legendären Raketenbatterie. Ja. Löwenkriegswagen, der wäre natürlich auch gut. Den könnten wir aber eigentlich auch Balthasar geben, muss ich sagen. Let us begin. Was hat er hier alles? Ja, ein Dampfpanzer hat er hier, stärker. Wie stärkt er nicht? Spielt für ihn also keine Rolle. Ich hatte mir aber überlegt, Imperator Karl Franz noch ein bisschen bessere Geschosse zu geben. Das heißt, die Schwertkämpfer vielleicht drauf? Ja, muss ich mir noch überlegen. Komm, wir machen die Beat-Hand-Kämpfer noch stärker. Die sind jetzt dann auch schon bald Goldstufe. Also die hier, die sind schon. Die arbeiten dran. Dann können wir die hier, jetzt muss ich kurz gucken. Hier, physische Resistenz, Beat-Hand-Kämpfer, Nahkampf-Abwehr, Nahkampfangriff. Ja, ja, perfekt. Die Reichsgardisten kommen hier auch dazu und die Reichsgardisten sind ja schon sehr gut. Alles perfekt, okay. Ah ja, okay, Daniel, du warst schon unsterblich als Magier. Du hättest das auch gepackt. Also wenn du da gestorben wärst, dann hätte man dich wiederbeleben können. Daher ist das in Ordnung. So, dann machen wir noch die Feuersäule. Why not? Patrick ist auch finally unsterblich geworden. Sehr, sehr schön. Im Namen der Unsterblichkeit machen wir dich noch hartnäckiger. So, Maverick braucht noch ein Momentchen, bis du auch soweit bist, aber wir machen dich auch stärker. Stärker. Okay. So, warum beeile ich mich hier jetzt? Das Ziel ist eigentlich, Bechhafen, Mordheim, Essen an uns zu holen, dass Nagenhof alleine ist und dann können wir von Kislev Nagenhof abkaufen. Weil ich nicht möchte, dass das in ihre Hände fällt. Mistress of Ice. Ich möchte nicht, dass das in ihre Hände fällt. Sondern das gehört uns. Das ist menschlich. Imperium menschlich. Wohlgemerkt. Oh, schön. Wir haben die kaputt gemacht. Wunderbar. Also die Orks haben hier den Krieg erklärt, ne? Die Skaven haben hier den Krieg erklärt. Hier hinten haben wir noch Korn. It is time. Naja, ja, ist überall was los. Überall was los. Und ich wundere mich jedes Mal, wie du den Überblick behältst. Erfahrung würde ich sagen. Ich würde sagen Erfahrung. Ein Hinterhalt. Die Autoschlacht sagt, aber ich gewinne es ohne Probleme. Dann machen wir das auch einfach schnell. Ein Hinterhalt, ein Angriff meine ich natürlich. Ah, die haben jetzt den Krieg erklärt. Versuchen sie es hier reinzudrücken. Will ich die Schlacht selber kämpfen? Wäre spannend eigentlich. Aber mit den Drachen und allem kam jemand ins Auto.
Also ja, da haben wir keine Chance. Das war ja die Armee, wo ich eh gesagt habe, das geht weg. Das ist auch Grenzstadt, das hatte ich noch angesprochen. Grenzstadt verlieren wir. Das war abzusehen. Aber Balthasar ist ja schon auf dem Weg. Zur Konföderation eingeladen! Talabekland möchte eine Konföderation mit mir. Hm. Wir haben zwei Siedlungen jetzt. Auf der anderen Seite, ja, komm, machen wir. Passt schon. Ich will die ja, also ich will sie alle wiederbeleben und dann sollen sie friedlich konföderieren. Das ist die Idee dahinter. Eure Beziehung mit dem Staat Talabekland hat sich in letzter Zeit stark verbessert. Ja, wir haben sie wiederbelebt. Dessen Kurfürst Helmut Feuerbach hat euch eine Konföderation angeboten. Die Heimat der Talabek-Länder ist riesig und von anderen imperialen Staaten eingeschlossen. Der ressourcenreiche Große Wald ist wohl sein prominentestes Gebiet. Seine Hauptstadt Talabheim ist jedoch die Heimat der Ritter des Sonnenordens, furchterregende Templer der Myrmidia, die klassische Göttin des Krieges verehren. Werdet ihr euch Tarabeklands Konföderation anschließen? Wir sagen ja. Meine Damen und Herren, das Gebiet hat sich vergrößert. Was sieht das denn aus? Ja, Grenzstadt verloren, das ist okay. Okay, Technologie. Solche befallen. Konföderation. To the provinces. Helmut Feuerbach. Können wir den Namen ändern? Ja. Ist der theoretisch... Ja, das ist wieder so eine Dings. Wenn ihr selber einen Kommandanten rekrutiert... Wir haben ein paar, die sind schon recht hoch, ne? Ja, hallo. Der wäre auch diszipliniert. Plus zwei. Die Idee ist eigentlich, einen neuen Kommandanten auszurufen, den wir dann hier einfügen. Und der euren Namen trägt, ja. Und Helmut Feuerbach ist jetzt schon cool auf Stufe 6. Was hat er eigentlich für eine Fähigkeit? Vierherrschaft, Angriffsbonus. Der würde ja auch richtig stark werden. Aber einen neuen zu holen, der diszipliniert ist, wäre fast besser. Weil zwei Führerschaft mehr und Nahkampfangriff plus zwei mehr ist so viel wertvoller. Aber das überlege ich mir in der nächsten Folge, meine Damen und Herren. Machen wir das so? Machen wir das tatsächlich so? Wir nehmen ihn schon mal raus. Er kann in Rente gehen. Er freut sich sicher, wenn er in Rente gehen kann. Und... Dann werden wir in Altdorf einen neuen Kurfürsten ausrufen. Aber das in der nächsten Folge, meine Damen und Herren. Wenn ihr es auf dem Let's Play Channel guckt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Ihr wisst, wie es funktioniert. Und in der nächsten Folge geht's weiter. Wir müssen die Vampire zurückschlagen, die Orks zurückschlagen. In der Westseite müssen wir die Mauern halten. Es bleibt spannend. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.